Hallihallo und willkommen zu einem Auswahlorakel. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Hier sind schon drei Stapel ausgelegt. Diese Karten hier bilden die Hauptüberschrift. Das sind die Karten, die unterm Deck lagen. Bis auf die paar Karten, die aufgedeckt gefallen sind, habe ich keine weitere gesehen. Also Überraschung, so wie immer. Ihr dürft jetzt aus diesen drei Stapeln ein oder mehrere wählen für euch oder die Person, für die ihr schaut. Und dann würde ich mal sagen, dann beginne ich mit der Hauptüberschrift. Dann mal ein bisschen auf die Seite schieben. So, wir haben hier. Sieht man das? Der Lotus in dir erwacht. Du bist ein Meister, eine Meisterin im hohen Licht. Die 10 der Münzen. Die Brücken. Die romantische Liebe. Amors Pfeil hat getroffen. Gut. Also, der Lotus in dir erwacht. Das sagt mir jetzt hier eine aktuelle Situation bzw. ein aktueller Zustand. Wo du hier einfach schon ganz viel an dir gearbeitet hast, ja, hier deine innere Schönheit entdeckt hast und das hier in vollen Zügen jetzt auch leben möchtest und genießen möchtest, ja, hier ist die Überfülle für mich angezeigt. Teil davon hier ist eventuell eine neue Lebenseinstellung, ja. Hier wurden vielleicht alte Verbindungen getrennt, hinter sich gelassen. Oh, ich sehe gerade, da blendet's. Moment, dann machen wir das einfach anders. Jetzt dürfte es passen. Also, hier wurden bei dem einen oder anderen alte Verbindungen zurückgelassen, ja, Brücken abgerissen. Vielleicht hat man hier einige neue Leute kennengelernt, neue Menschen kennengelernt, wo man neue Verbindungen aufgebaut hat, ja. Vielleicht hat man hier sogar einen neuen Partner kennengelernt, sich verliebt, ja, denn Amors Pfeil hat getroffen. Das ist ein total schöner Weg hier, wenn man wieder in seine Fülle kommt, ja, in seine Erfüllung. Ja, und dadurch seinen Weg beschreitet, hier sich trennt von altem, was nicht mehr dienlich ist und neue Verbindungen eingeht und hier direkt in eine romantische Liebe reinläuft. Gucken wir mal weiter, was die einzelnen Stapel sagen. So, Stapel Nummer 1. Da haben wir, du erfährst spirituelle Entfaltung. Gehe neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Dann haben wir den Turm, den Kompass, die Liebe, Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Hier haben wir, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. So dürfte das passen. Okay. Du erfährst spirituelle Entfaltung. Gehe neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Ja, ist auch wieder ähnlich wie hier drüben. Wäre möglich, dass es hier einen kompletten Umbruch gab in deinem Leben, ja, wo du hier einfach
in den Wachstum allgemein gegangen bist, ja, in den, hier den spirituellen Wachstum, dass du dir Gedanken gemacht hast über dich, über dein Leben, über deinen Lebensweg, ja, wo will ich hin, wer bin ich, was will ich? Und hier hat der Turm ein bisschen, ja, zeigt mir an, da gab es ein bisschen Unterstützung eventuell auch von oben, wo es einmal einen kompletten Zusammenbruch gab, ja. Ich sage das jetzt so locker flockig, ist nicht immer eine lustige Sache, aber ich habe es in meinen letzten Orakeln schon erwähnt, wenn man das hier abgeschlossen hat, ja, und man geht hier raus, ja, zeigt hier diese Straße auch wunderschön an. Da ist man einfach ein neuer Mensch, ja, die neue Version seiner selbst. Und hier ist einfach, hier sind total schöne Dinge passiert, vielleicht als kleiner Ausgleich dieses ganzen Umbruchs, ja. Ist nicht für jeden eine schwere Zeit, ja. Das kann auch sein hier, wo man selber auch einfach eine Bombe reinschmeißt in das alte System und sagt, nee, Leute, mit mir nicht. Ich gehe jetzt meinen Weg, ja. Weil hier haben wir die Neuausrichtung, wir haben hier den Richtungswechsel, ja. Vielleicht geht man jetzt in eine komplett neue Richtung, ja. Eine Neukalibrierung, dass das Gleichgewicht hier einfach wieder gegeben ist. Und somit kannst du nur als, sag ich jetzt mal, eine neue Liebe leben, ja. Weil wenn das alte Ich so in dieser Form nicht mehr existiert, dann gehst du auch ganz anders auf die Menschen zu, auf dein Umfeld erlebt dich anders, ja. Und dadurch gibt es jetzt vielleicht hier einen neuen Partner an deiner Seite oder einen neuen Wunschpartner oder eine bestehende Beziehung ist hier wieder in Liebe aufgefrischt. Also ich sehe hier den Turm, sehe ich jetzt wirklich in jeder Art von Beziehung. Ja, hier kann es auch sein, dass man sich hier vielleicht aus einer Beziehung getrennt hat und hier einfach in die Selbstliebe gegangen ist. Ja, also spür dich da bitte rein, wie deine Situation ist. Ich kenne sie nämlich nicht. Und das kann jetzt auf beruflicher Ebene sein. Ja, das kann in einer partnerschaftlichen Beziehung sein. Allgemein in Lebensthemen, ja, dass man sagt, okay, hier wurde etwas Altes beendet und hier werde ich jetzt wiedergeboren in meiner vollkommenen Selbstliebe als neuer Mensch. Hier haben wir noch die Freundschaft angezeigt, was heißen könnte, dass du hier vielleicht einen Menschen kennengelernt hast in einer Freundschaft, wo du schon tiefere Gefühle hast oder die Person, für die du schaust. Übersetzt es bitte für dich dann, ja, weil hier haben wir die romantische Liebe. Könnte sein, dass sich aus einer Freundschaft Liebe entwickelt, ja, aus einer Freundschaft oder aus einer Freundschaft plus Beziehung, dass sich daraus jetzt Liebe entwickelt, weil es hier gewisse Themen gab, die man miteinander aufgearbeitet hat oder jeder für sich einzeln und ja, wo man vielleicht hier auch mal aufgeräumt hat und gesagt hat, hey, pass auf, ich liebe dich doch oder wir lieben uns doch oder whatever, ja. Und hier, lass uns gemeinsam einen Weg finden. Göttliches Timing. Ja, nicht immer so leicht zu akzeptieren, aber ist nun mal eine Tatsache. Ja, alles hat seine Zeit. Es kann auch sein, dass das hier ein längerer Prozess war, ja, wo einfach eine Zeit lang gedauert hat. Aber hier kann man jetzt endlich wieder voranschreiten. Nur man kann eben nichts erzwingen. Ja, auch ich sehe das jetzt gerade ein bisschen so auf deinen Wunschpartner, auf deine Wunschpartnerin vielleicht. Oder du willst was von deinem Partner in einer bestehenden Beziehung, ja. Oder vielleicht ist hier dein Wunschpartner, Wunschpartnerin noch in einer bestehenden Beziehung und ja, ihr
Es ist momentan noch alles freundschaftlich, aber ihr wisst, ihr liebt euch, ja, und ihr wollt den Weg gemeinsam gehen, den neuen gemeinsamen Weg. Aber wenn es hier einfach noch Dinge gibt zu klären, dann müssen die halt eben erst noch geklärt werden. Aufregend. Das war's erstmal zu Stapel Nummer 1. Dann kommen wir zu Stapel Nummer 2. Hier haben wir den Tempel deiner Wahrheit. Betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hoch zu achten. Oh wow. Ja, die eigene innere Wahrheit, Selbstachtung, sich nicht mehr verbiegen und verdrehen. Messenger of Fire, der Bube der Stäbe. Oh, das fühlt sich gut an. Wir haben hier die Lupe, das Labyrinth, den Reiter und wir haben hier die Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Lasst mich mal schauen hier. Egal wie ich es hinschiebe, es wird nicht besser. Dann machen wir es so. Ja, sorry, ich habe hier Probleme mit meiner Beleuchtung. Der Tempel deiner Wahrheit. Ja, dazu gibt es tatsächlich mehrere Szenarien oder beziehungsweise mehrere Situationen in deinem Leben, wo man hier einfach nicht seine eigene Wahrheit spricht, ja, seine eigene Wahrheit lebt. Also, wo einfach gewisse Fassaden bestehen aufgrund vergangener Themen oder aufgrund allgemein der Vergangenheit, weil man es vielleicht nicht anders erfahren hat, weil man es nicht anders beigebracht bekommen hat, ja. Aber nun sind wir erwachsen, wir tragen die Verantwortung für uns selber und hier ist die Möglichkeit und hier ist der Rat auch des Universums, hier in die eigene Wahrhaftigkeit einzutreten, ja, sich selbst zu leben, seinen eigenen Wert zu erkennen, sich selbst auch zu achten, ja. Und da kommt hier jetzt auch der Page des Feuers oder der Botschafter des Feuers, der dir hier diese Mitteilung auch überbringt, der dir wieder dich erinnert an deine Motivation, ja, an dein inneres Feuer, an dein inneres Licht, an deine innere Schönheit. Und dir sagt, geh voran, ja, hier kommt Bewegung rein, hier ist Aktivität gegeben, ja, weil du darfst jetzt hier deine eigene Wahrheit leben und vielleicht hier auch in die Vergebung gehen, allen Menschen und Situationen vergeben, die hier dazu beigetragen haben, dass du dass du gewisse Mauern hochgefahren hast und eine gewisse Fassade oder Masken gelebt hast. Diesen Menschen und Situationen vergeben und, was hier mir noch ganz wichtig kommt, dir selbst auch vergeben, dass du das hast mit dir machen lassen oder beziehungsweise, dass du das so lange auch gelebt hast, ja, diese Fassade, diese Masken. Hier gab es anscheinend einiges an Selbsterforschung, Selbsterfahrung, wo man einfach genauer hingesehen hat, ja, wo man viel dazu gelernt hat. Ich sage jetzt mal durch die Schule des Lebens, da lernt man ja
Einiges, ja. Und dann hat man einfach sich gewisse Themen auch genauer angeguckt. Vielleicht auch sich gewisse Menschen genauer angeguckt, ja. Und geschaut, sind die überhaupt noch gut für mich, ja. Oder ziehen die mich nur runter? Und da gab es eine Zeit, wo du dich im Irrgarten befunden hast, ja. Auf der Suche nach dem Weg in die Freiheit, auf der Suche nach dem Weg zu sich selbst. Und hier ist man eine gute Zeit, eine lange Zeit ist man hier ganz irr und wirr in diesen Verstrickungen auch rumgelaufen, ja. Aber wie gesagt, der Messenger Fire ist hier. Hier ist der Reiter, ja. Hier geschieht Heilung, hier ist Fortschritt, hier ist Bewegung, Aktivität drin, ja. Hier sind die Botschaften, hier sind die Nachrichten. Und du hast mega an dir gearbeitet. Und du darfst hier jetzt einfach wirklich mit Leidenschaft vorangehen, ja. Dein Licht wieder brennen lassen, dein Feuer brennen lassen. Leuchte. Leuchte mein Licht. Moment, ich muss kurz überlegen, weil ich glaube, da war noch irgendwas, was ich dazu sagen wollte. Nein, ich glaube, es ist mir tatsächlich entfallen. Wenn es mir nochmal einfällt, dann komme ich hier nochmal drauf zurück. Das war Stapel Nummer 2. Nun zu Stapel Nummer 3. Du bist im Drama gefangen. Befreie dich, bewege dich, verändere dich und erblühe ganz neu. Okay, also die Themen hier, also die drei Themen und die Karten, die unterm Deck waren, das ähnelt sich sehr. Das ist. Er gibt ein sehr schönes Bild, muss ich zugeben. Wir haben das Rad des Schicksals. Wir haben den Klee und die Sense. Wir haben Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Ich finde diese Karte so toll. Wo, da ist wieder dieses Gefühl dieser tiefen Verbindung. Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Ja, Halleluja. Für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Wow, kann ich da gerade nur mal sagen. Was bekomme ich hier? Ich bekomme hier, ja, im Drama gefangen. Ewige Kreisläufe hier mit dem Rad des Schicksals. Hier hat man Aufgaben bekommen. Karma wurde hier aufgelöst, beziehungsweise ist in Arbeit, war in Arbeit. Spür dich da selber rein, bitte, wie deine Situation ist. Hier ist ganz klar der Aufruf: brich aus. Aus deinen inneren Kreisläufen, aus deinen festsitzenden Gedankenmustern. Ja, hier haben wir die Sense und wir haben hier eine Erfolgsaussicht, ja, eine gute Begleitung, hier auch gewisse Verbindungen zu durchtrennen, beziehungsweise sich, ja, auszubrechen auch und sich abzuschneiden von gewissen Altlasten.
Ich habe hier eine sehr, ja, vielleicht gibt es hier einen Wunschpartner, mit dem man sehr gerne zusammen wäre, aber vielleicht sieht es hier nur, ich muss jetzt mal ein bisschen allgemeiner sprechen, vielleicht sieht es hier jetzt nur eine Seite von beiden so, was jetzt den einen sehr runterzieht. Ja, hier sind Träume, vielleicht, dass man hier in einer Verbindung, in einer Partnerschaft leben kann. Ja, also hier ist ganz klar, ist hier für mich eine ganz, ganz tiefe Verbindung zwischen euch beiden. Ja, aber es könnte hier sein, dass es einfach gewisse Dinge gibt, gewisse Kreisläufe, On-Off-Beziehungen oder dergleichen. Da wiederholt sich ständig etwas und man, dadurch, dass man spürt, dass hier diese Verbindung so tief ist, konnte man vielleicht auch bisher überhaupt nicht aus dieser Situation raus, ja. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat sich irgendwas geändert jetzt an dieser Situation, wo man einfach hier sagt, so, nee, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Ich habe keine Kraft mehr für diesen Blödsinn. Ja, ich mache das nicht mehr mit. Auch hier ist die Liebe da, ja. Wie gesagt, spür dich rein, es ist eine neue Liebe, es ist eine alte Liebe, es ist, also also mit alter Liebe meine ich eine Person, mit der du schon zusammen bist oder schon seit ein paar Jahren zusammen bist, wo man hier jetzt einfach die Kraft hat und den Mut hat, sich hier auch rauszulösen aus diesem Drama, ja, aus diesem Drama rausschneiden, sich befreien, in die Aktion kommen, ja. Wow, das hat hier irgendwie, also dieses Bild hier hat irgendwie eine total schwere und eine leichte Energie zugleich, weil hier ist auf jeden Fall was Altes, was sehr schwer ist, belastend auch, wo es einfach noch gewisse Themen gibt, die bereinigt werden möchten, ja. Und entweder sind es hier alte Themen, von denen man sich trennt, also jetzt nicht von der Person an sich, sondern von den Themen, die halt hier in dieser Verbindung mit reinspielen, oder man schneidet sich wirklich ab hier von einer Person. Ja. Wow, ja, aber nichtsdestotrotz, ja, es sind auch wieder diese tiefe Verbindung ist hier angezeigt, ja, wie auch hier oben bei den anderen. Und die Überfülle hier, die eigene Schönheit, ja, hier, Meister, du erschaffst dir deine Realität, du gehst deinen eigenen Weg. Also die Botschaften, die sind sehr, sehr eindeutig. Ich hoffe sehr, dass du damit in Resonanz gehst, mit einem der Stapel oder sogar auch mit mehreren. Sie sind ja sehr, sehr ähnlich, die Stapel. Ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.